Okay. Zwei tot, drei verbleiben. Und offensichtlich haben wir es nur mit dieser Kriegerprinzessin zu tun, die augenscheinlich nicht stärker ist Das als war eine Hector. gelungene Vorstellung. Ja, Hauptmann Rook. Aber jetzt, wo wir den Untergang der Klaue beobachtet haben, sollten wir nicht sofort etwas unternehmen? Im Gegenteil. Unsere strikte Order war, keinesfalls in die Angelegenheiten der persischen Besatzungsmacht einmischen. Und wir befolgen unsere Befehle genau, wie es der Doge von uns verlangt. Kann man kaum anders sehen. Deswegen gehen wir jetzt alle schön wieder auf unsere Posten und lassen den Dogen mit dem Schlamassel fertig werden. Sehr gute Entscheidung, Hauptmann. Ach, und Feldwebel. Ja, Hauptmann. Helfen Sie der Frau da aus dem Wasser. Natürlich, Hauptmann. Die gucken die ganze Zeit zu, oder was? Geht es euch gut? Ich glaube schon. Schön. Nun, da die Besatzung vorbei und das Tor zum Arsenalbezirk wieder offen ist, steht es den Bürgern wieder frei, dorthin zu gehen. Also, falls wirklich jemand dahin will. Schließlich ist es ein Ort der Gesetzlosen. Außerdem ist Hauptmann Rook nun wieder im Garnisonsgebäude aufzufinden. Ach ja, und auch wenn ich natürlich gar nichts gesehen habe, habt Dank, Unbekannte. Oh, und vergesst nicht die Schatulle, die da drüben angeschwemmt wurde. Ich nehme an, sie gehört euch. Ja, natürlich. Wem sollte dieses Schmuckkästchen denn auch sonst gehören? Kästchen. Wir haben jetzt also hier Gondoliere, die uns überall hinbringen können, offensichtlich. Das gefällt mir doch schon mal gut. Wer ist das hier? Das ist nicht Kyler. Oh, hallo. Ein Händler, der nichts verkauft. Ganz toll. Ich meine, dass ich eine Stufe aufsteigen kann. Setzen wir alles auf Stärke. Geld haben wir auch genug. Ach, kann das Leben nicht schön sein, Scarlett. Auf jeden Fall müssten wir doch jetzt eigentlich von Hector einen untoten Ring erhalten haben. Den Ring der Führerschaft oder so. Den Ring des Gehorsams. Und mit diesem Ring können wir unsere Mondklinge ein weiteres Mal verstärken. Gucken wir mal, ob der Hauptmann jetzt noch irgendwas zu sagen hat, irgendwas Neues. Ja. Hast du Aufgaben für mich? Ich habe keine offiziellen Aufträge für Söldner. Kann ich sonst noch was für dich tun? Bis später. Irgendwie klingt er gar nicht mehr so nett. Hat mich Söldner genannt. Diese Made. Dann können wir ja nochmal einen Abstecher in die Taverne machen. Dort sollen wir ja angeblich diesen Drago treffen. Zumindest hat er uns das so gesagt. Sehe ihn aber nicht. Wie kann ich dir helfen? Auf Wiedersehen. Wie kann ich dir helfen? Auf Wiedersehen. Callisto? Hallo, mein Name ist Callisto. Ich brauche deine Hilfe. Dringend. Du hast bei den Bürgern einen guten Ruf. Hör mir zu. Am Stadtrand befindet sich ein feudales Herrenhaus. Der frühere Besitzer ist gestorben und er hat zwei Kinder zurückgelassen. Eine Tochter und einen Sohn. Der Sohn hielt sich immer für den wahren Erben seines Vaters, aber als Zweitgeborener stand er hinter seiner Schwester, der rechtmäßigen Nachfolgerin. Also schickte er Assassinen aus, die seine Schwester fangen und töten sollten. Und was hat das mit dir zu tun? Diese Schwester ist meine heimliche Liebe. Oh. Doch ich bin nur ein armer Mann ohne Arbeit. Ich habe endlich die Assassinen ausfindig gemacht, die mir ins Gesicht gelacht haben. Sie sagten mir, dass sie von mir 1000 Dukaten wollen, damit sie es sich anders überlegen und mein geliebtes Mädchen freilassen. Du musst dieses Geld für mich beschaffen und es den Assassinen übergeben. Bitte, du wirst mit der doppelten Menge Geld belohnt werden. Ich weiß nicht, ob sie noch lebt und wie sie von ihnen behandelt wurde. Du musst dich beeilen, wenn wir noch Hoffnung haben wollen. Hä? Wenn er mich mit der doppelten Menge des Geldes belohnen kann, dann kann er das doch selbst zahlen. Wer bist du überhaupt? Und warum bezahlst du das Geld nicht? Ich bin ihr Geliebter. Weit unter ihrem Stand. Daher treffen wir uns nur heimlich.
wenn ich nur 1000 Dukaten besitzen würde, um mein Mädchen freizukaufen. Oh, ich weiß nicht einmal, ob sie überhaupt noch lebt. Bitte, ich kenne deinen Ruf. Du hast Erfolg, wo andere versagen. Dass mein Ruf Gold ist, stimmt. Dass mein Ruf Gold ist. Dass mein Ruf gut ist, das stimmt. Ich werde dir helfen. Wie kann ich dir danken? Ich weiß, dass du Erfolg haben wirst. Geh zum Hauptmann der Wachen. Vielleicht weiß er, wo diese Gauner zu finden sind. Na gut, okay. Was ist mit dem? Nun geh. Wo ist denn nochmal dieser Ulrich? Dem die Schmiede gehörte. Mann, dieser Drago wollte doch hier sein. Er hat gesagt, dass ich ihn hier treffen kann. Vielleicht kann ich ihn aber nur nachts treffen. Möglich wär's. Gut, gucken wir erstmal weiter um. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Ulrich ist hier, oder? Das ist ein Händler. Das ist ein Bürger. Das ist auch ein Bürger. Was ist das da hinten eigentlich für ein Haus? Ach ja, das Netz der Maske. Das Haus des Netzes der Maske. Hey. Ich muss dir vielmals danken. Du hast ihn gefunden. Es ist nicht viel, aber nimm dieses Geschenk. Yay, ein Juwel. Das war übrigens die Frau des Mannes, den wir auf der Klaue gerettet haben. Wo war nochmal dieses okkulte Geschäft? Irgendwo hier. Da. Ich glaube, das ist es. Wer ist das denn jetzt hier? Da ist er ja! Was kann ich für dich tun? Zeige mir Kampffertigkeiten. Also, ich bin nicht wirklich auf ein Gebiet spezialisiert, aber ich kann dir sicher ein paar Kniffe beibringen. Und das klingt doch schon mal nicht schlecht. Was kannst du mir denn beibringen? Oh, eine Menge. Eine Menge, mein Freund. Todesladung. Nächste Stufe. Ein Riss zwischen den Welten entsteht und schlagen sie um den Feind für 5 Sekunden. Nimm einen defensiven Standard im Angriff und Schwert, um genug zu werden. Todesfälle. Die Energie der Mondklinge breitet sich aus und fügt umstehenden Gegnern 84 Schaden. 109. 141. 184. Cool. Ja, jetzt haben wir erstmal unseren Mondklingenkampf etwas verbessert. Und da will ich jetzt auch erstmal dann diese Fähigkeiten hinzufügen. Blut. Blutnebel nehmen wir hier hin. Dann mache ich hier diese Kampffähigkeiten in die Todeswelle. Die Mondklingenparade. Die Todesladung. Ja, das reicht erstmal. Das muss ich eigentlich mal ausprobieren. 2. Boom. Aha. Na gut. Ich kaufe mir jetzt diese scheiß Schmiede. Was kann ich für... Ich habe das Geld für den Schmied. Alles klar. Die Schmiede gehört dir. Also, ihm. Ich werde gleich nach ihm schicken lassen. Ah, wie sich Matteo freuen wird. Also wenn ich schon so viel Geld für ihn ausgebe, dann könnte er mir ruhig mal eine Rüstung umsonst anpassen. Muss ich noch hier hin und wieder Geld ausgeben. Aber ich kann ja sicher auch wieder was verkaufen. Wir haben ja einige Waffen auf der Klaue eingesammelt. Willkommen in meinem Geschäft des Okkulten. Ich habe einen weiteren magischen Ring gefunden. Soll ich deine Waffe durch den Ring verbessern? Das kostet 500 Dukaten. Jo. Ja, tu es. Gut. Gib mir nun die Waffe und den Ring. Hier, bitte. Danke. Es wird nicht lange dauern. Hier. Hier ist deine neue Waffe. Ich. Gefährlicher denn je.
Solltest du weitere solcher Ringe finden, statte mir gern einen Besuch ab. Danke. Jetzt ist die Mondklinge auch nicht mehr in unserem Inventar. Jetzt macht sie 34 Schaden. Die wird natürlich nicht viel stärker irgendwie. Aber das muss sie auch nicht. Ich fand den Kampf ja so schon zu leicht. Willkommen in Ich biete eine... So. Und die hat ja noch den ganzen Krempel, den wir ihr schon mal verkauft haben. Die kann ich... viermal verkaufen. Lederrüstung kann ich ganz verkaufen. Die persischen Kriegsäxte kann ich auch alle verkaufen. Das goldene Besteck kann weg. Die Juwelen können weg. Die Wundsalbe nicht. Schon wieder so viele imperiale Münzen. Krass, wie schnell das geht. Und schon wieder haben wir fast 12.000. Was für eine Inflation. Geld ist hier irgendwie nichts wert. Zumindest bisher nicht anständig. Jetzt will ich einmal zur Schmiede gehen. Und gucken, ob Matteo schon da ist, auch wenn ich es nicht glaube. Das wäre doch schon etwas arg merkwürdig. Wo war die Schmiede denn noch gleich? Genau, die war da vorne. Ansonsten haben wir, glaube ich, an Nebenaufträgen jedoch alles mehr oder weniger erfüllt. Ja gut, wir müssen noch irgendwie zu Victors Haus kommen. Ich weiß immer noch nicht, wo das ist. Da ist er ja, Matteo. Das nenne ich mal eine Schmiede. Ich bin dir sehr dankbar. Hilfe anbieten. Kann ich dir vielleicht helfen? Du hast mir schon genug geholfen. Das habe ich allerdings. Kannst du mir eine Rüstung anpassen? Sicher. Was hast du denn dabei? 1000. Na gut, das geht. Diese gebundene Rüstung. So, fertig. Hier, nimm. Auf Wiedersehen. Die sind alle so fix mit ihren Dienstleistungen. Das gefällt mir richtig. Nun gehört uns also eine gebundene Rüstung, die uns vor stumpfen Angriffen besser schützt. Die haben wir hier. Oh, also, das sieht sehr interessant aus. Scheiße, ich nehme das ja gerade auf. Egal. Ja, so, Auftragsmenü, was sagst du? Erbe des Landes, entscheiden an eine Dame. Das ist für den Arsenalbezirk, Rettung aus dem Turm. Ich muss die Monster besiegen, die den Mann ergreifen. Das war im äußeren Bezirk. Das hat ja irgendwie nicht funktioniert. Ich fange für den Doktor im Arsenalbezirk. Minenarbeit. Vielleicht finde ich jemanden in Venedig. Medizin. Dafür könnten wir direkt in den inneren, äußeren Bezirk zurückgehen. Ich will das schon gerne abschließen, bevor ich in den Arsenalbezirk gehe. Weil wir da wahrscheinlich dann auch wieder viele Nebenaufträge kriegen werden, die wir erfüllen sollen. Ich kann ja auch nochmal gucken, ob vielleicht die Quest mit dem Mann aus dem Turm doch nicht mehr verbuggt ist. Für mich persönlich würde das einfach ankotzen, wenn ich diesen Quest nicht abschließen kann. Da bist du ja wieder. Ich habe eine Nachricht von deiner Gilde. Dort wartet jemand auf dich. Viel Glück. Aha. Oh, hallo. Aha. Da wartet also jemand auf mich. Was sagt denn mein Ruf?